Mag's gar nicht glauben, ganze zwei Bambis verliehen. Den Jubiläums-Bambi heute Abend, den überreicht ein Schauspieler, dessen fünf Bambis ganz deutlich dokumentieren, wie sehr ihn das deutsche Publikum liebt. Guten Abend, Pierre Brice. Dankeschön. Nach einer gelungenen Vorstellung kam Marika Röck in die Garderobe einer Kollegin, hob die Röcke hoch und rief: Hoch die Röck! Ich hoffe, dass mich die anwesenden Damen nicht falsch verstehen, wenn ich jetzt auch sage: Hoch die Röck! Sie konnte 16 Saltos rückwärts, Trickreiten ohne Sattel, Artistik auf dem 12 Meter hohen Trapez und 30 Spitzenpirouetten. Die Amerikaner nannten sie Queen of Pirouettes. Mit 21 bekam sie in Berlin ihren ersten Vertrag von der UFA. Und das war der Beginn einer langen, glanzvollen Filmkarriere. Daneben zog es das Bretterkind, wie sie sich nannte, immer wieder auf die Bühne zurück. Und jedes Mal war sie die Erste, die zu den Proben kam und die Letzte, die wieder ging. Wo sie auch auftrat, ob in Operetten, Lustspielen oder Musicals, überall machte sie das Publikum zu Fans durch ihr beeindruckendes Können und durch ihr nimmermüdes Temperament. Und außerdem, ja. Schön wie heut, so müsst es bleiben, so müsst es bleiben, für alle Zeit. Jubiläums-Bambi 98 verdient Marika Röck. Ich danke. Was soll man noch sagen? Mein Herz klopft. Ich bin 85 Jahre gewesen am 3. November. Ja. Und ich fragte mich, das ist ja nicht möglich. Wieso bin ich 85? Ich fühle mich gar nicht so. Das ist kein Masche. Der liebe Gott hat mit mir so gut gemeint. Und ihr?
mein Publikum, meine Kollegen, alle haben mir Kraft gegeben, immer wieder Ja gesagt und ich habe immer gearbeitet. Das heißt mit Liebe, denn ich liebte meinen Beruf. Ich danke wirklich hier vom Herzen für eure Treue und diese Kraft, was ihr mir gegeben habt. Ich wollte immer erobern, ich wollte immer die Erste sein, kam ein neuer Tanz, eine neue Linie. Aber ich rede nicht vom Tanz, ich bin auch eine gute Schauspielerin gewesen. Süß verlogen, aber bitte, ich war es wirklich. Beruf ist was Wunderbares, aber wenn du dann also oben bist an der Top, dann musst du halt die Züge halten und du kannst es nicht allein, wenn du dein Publikum nicht erobert hast. Und mein Publikum hat mich in seinem Herzen getragen und hat mir immer wieder neue Schwung und immer wieder neue Kraft gegeben, euch was Neues zu bieten. Ich war die Erste bei Boogie Woogie, bei Rock'n'Roll, bei allem. Ich war immer die Erste, die das also gemacht hat. Ich hätte gern was vorgetanzt und vorgesungen, aber ich wurde nicht gefragt. Also ich kriege. Als Marika Röck damals vor 50 Jahren mit ihrem ersten Bambi nach Hause kam. Das ist es, vor 50 Jahren. Ja, ja, 50 Jahre ist kein Teil. Vor 50 Jahren, entschuldige, wenn ich dazwischen rede. Ich die erste Bambi bekommen, vor 50 Jahren, ich die erste Bambi. Und mein Töchterchen war noch ganz klein und ich sagte, schau Gabi, was die Mama bekommen hat. Und sie sagte, Bambi, Bambi, und da hat der Name Bambi. Ja, genau, seitdem heißt unser Preis Bambi. Aber wir müssen dazu sagen, es war damals nicht etwa golden. Marika, es war aus weißem Porzellan. Porzellan, ja, angefertigt, also mit kleinen weißen Punkten. Porzellan war sehr brichbar und sehr genau, schön. Und es ist zerbrochen. Ist nämlich ganz schrecklich gewesen bei einem Sturz. Ist das gute Stück in 1000 Teile zersprungen. Ja. Ja, und Scherben bringen ja bekanntermaßen das Glück. Das ist mein fünfter Bambi jetzt. Ja. Ja, aber hoffe, das bricht aber nicht mehr. Nein, das ist. Aber wir haben auch ein neues. Tun Sie mal. Das Majolika Rehlein von damals, das hatte noch einen Bruder. Und dieser Bruder ist heute also nach Karlsruhe gekommen und wissen Sie was, der möchte sehr, sehr gerne lange Zeit bei Ihnen bleiben. Darf ich Ihnen den überreichen? Lange Zeit, ganz vorsichtig, ja. Und mit diesem schönen Bild, meine Damen und Herren, würden wir sagen, das war Bambi 1998, das war das 50. Fest für unsere Medienstars und ich möchte Sie alle bitten, meine Damen und Herren Preisträger, alle Laudatoren, kommen Sie noch mal hier auf die Bühne zu einem großartigen Gipfeltreffen und Ihnen, meine Damen und Herren, zu Hause, Ihnen sage ich recht herzlich Dankeschön, dass Sie so lange mit uns gefeiert haben bis zum Schluss und genießen Sie jetzt dieses Schlussbild. Schauen Sie ganz einfach in die Gesichter, die Geschichten erzählen, wie das ein ungewöhnliches Leben geschrieben hat. Und denken Sie dran, für die einen ist Bambi eine Preisverleihung und für die anderen der schönste Präsentierteller der Welt. In diesem Sinne sagen wir Dankeschön, auf Wiedersehen, schönen Abend noch.